Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Mein Kopf ist Churche. Heute möchten wir uns unserer Leitfrage, warum schmeckt der frische Kiwi-Quark nicht, widmen. Daher führen wir erst ein Experiment durch, indem wir Kiwi-Quark in drei verschiedenen Ausführungen herstellen. Danach machen wir einen kurzen Exkurs und frischen nun noch einmal unser Wissen zu Enzymen auf. Und zum Schluss, last but not least, evaluieren wir, warum unser Quark in zwei der drei Versuchsdurchführungen nicht schmeckt. Und was das Ganze mit Enzymen zu tun hat. Dazu bereiten wir erst ein Experiment vor. Als erstes fangen wir an, damit aus gekühltem Quark und gekühlter Milch und etwas Zucker eine Quarkspeise zuzubereiten. Dazu geben wir etwas von dem Quark mit einem Löffel in unsere große Schüssel hier. Wir geben auch etwas Milch hinzu und verrühren das Ganze gut. Und wenn wir alles gut miteinander verrührt haben, sollte es so wie hier eine weiche, cremige Masse ergeben. Nun noch etwas Zucker hinzu. Fantastisch. Nachdem wir jetzt wieder alles gut durchgerührt haben, stellen wir die Quarkspeise kühl. Nun wiederholen wir diesen Prozess mit warmen Zutaten. Dazu nehmen wir uns wieder hier unsere Messschale, nehmen etwas Milch, nehmen wieder etwas Quark etwas Zucker und mixen das Ganze gut durch. Falls die Masse wie in diesem Fall noch etwas zu flüssig ist, nehmen wir wieder etwas Quark hinzu und mixen weiter. Wenn nun wieder alles eine cremige Masse ergibt, stellen wir dies kurz in die Mikrowelle, um es warm zu machen. Die fertige Masse lassen wir nun bei Raumtemperatur stehen. So, in einem nächsten Schritt schälen wir nun und pürieren wir unsere Kiwi. Dazu schälen wir erst die Kiwis. Hierzu geben wir zuerst die Kiwi aus der Schale in den Pürierbecher. Dies wiederholen wir nun mit allen Kiwis. Nun pürieren wir den ersten Teil der Kiwis. Geben ihn hier in die blaue Schale und stellen den Teil kühl. Nun wiederholen wir das Ganze
mit den restlichen Kiwis. Nun, nachdem wir alle Kiwi-Teile wieder hier reingetan haben, pürieren wir diese wieder. Nachdem wir diese dann fertig püriert haben, geben wir sie diesmal in die rote Schüssel. Hierzu stellen wir sie eine Minute lang in die Mikrowelle. Nachdem wir nun unsere Kiwi erhitzt haben, unser einer Quark Zimmertemperatur erreicht hat, die anderen beiden Quark und die Kiwi gekühlt sind, können wir nun unsere drei Testportionen herstellen. Für unsere erste Testportion nehmen wir einen Esslöffel der gekühlten Kiwi und ca. 1,5 Esslöffel der gekühlten Quarkspeise. Dies vermischen wir nun gut und nehmen direkt nach dem Anrühren eine Kostprobe. Nun stellen wir einen Timer auf 10 Minuten. Und wahren den Quark im Kühlschrank auf. Für unsere zweite Kostprobe nehmen wir wieder 1,5 Esslöffel, diesmal jedoch von der ungekühlten Quarkspeise. Und geben wieder einen Esslöffel der gekühlten Kiwi hinzu. Dies vermengen wir wieder gut. Nehmen direkt eine Kostprobe, stellen einen Timer und lassen unsere Kostprobe hier stehen. Nun zu guter Letzt vermengen wir unseren ungekühlten Quark mit der erhitzten Kiwi. Hierzu nehmen wir wieder 1,5 Esslöffel des ungekühlten Quarks. Und ein Esslöffel der diesmal erhitzten Kiwi. Dies vermengen wir wieder gut. Nehmen eine Kostprobe. Nun nehmen wir von unserem ersten Kostprobe des gekühlten Quarks und der gekühlten Kiwi unsere zweite Kostprobe nach 10 Minuten. Und stellen uns wieder einen Timer auf 10 Minuten. Nun nehmen wir von den anderen beiden Quarks jeweils auch eine Kostprobe. Aber wo sind denn jetzt diese Timer? Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten. Denn wir möchten von den drei Proben des Quarks nach 10, 20 und 30 Minuten den Quark testen. Und die Geschmackseindrücke dann in der hier sichtbaren Tabelle festhalten. Nach der Durchführung des Experiments mehreren Geschmackstests können wir also erkennen, dass die Quarkspeisen mit der frischen Kiwi nach kurzer Zeit anfangen, bitter zu schmecken. Unsere Hypothese lautet also, der frische Kiwi-Quark schmeckt nicht, da das darin enthaltene Enzym Actinidin, die Milcheiweiße, also das Casein und die Molkenproteine, spaltet und somit ihren Geschmack verändert. Doch was heißt das eigentlich und was genau waren nochmal Enzyme? Enzyme sind Biokatalysatoren. Sie beschleunigen selektiv Stoffreaktionen, indem sie die Aktivierungsenergie herabsetzen und die Reaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Sie werden dabei, wie jeder Katalysator, nicht verbraucht. Enzyme sind Proteine, welche eine sehr komplizierte räumliche Struktur aufweisen. Für die Katalysaktivität ist jedoch nur das aktive Zentrum verantwortlich. Eine Teilregion des Proteinmoleküls, welche im dreidimensionalen Raum Einfalt oder vorstellen können. Das Molekül, welches nun im aktiven Zentrum umgesetzt wird, zeichnet man als Substrat. Enzymatische Reaktionen laufen in zwei Schritten. Im ersten Schritt jeder enzymatischen Reaktion wird das Substrat im aktiven Zentrum gebunden und es bildet sich der Enzym-Substrat-Komplex. Im nächsten Schritt sehen sich die Produkte aus dem Enzym unverändert aus der Reaktion hervor. Enzymatische Reaktionen sind spezifisch. Hierbei kann man das Basiskonzept Struktur und Funktion und damit auch das Schlüssel-Schloss-Prinzip
anwenden, denn jedes Zentrum ein bestimmtes Substrat bin. Dies nennt man Substratspezifität. Zudem katalysiert ein Enzym ist auch nur eine einzige der möglichen Reaktionen eines Substrats. Dieser Fall wird als Wirkungsspezifität bezeichnet. Auch gibt es drei Außenbedingungen, welche die Enzymaktivität maßgeblich beeinflussen. Die Temperatur. Jedes Enzym hat ein Temperaturoptimum, an dem es am schnellsten katalysiert. Wenn die Temperatur jedoch weiter über das Optimum steigt, nimmt die Enzymaktivität wieder sehr schnell ab. Zweitens haben Enzyme auch ein pH-Optimum, an dem die Enzymaktivität am größten ist. Drittens gibt es in jedem Enzymatreaktionen stattfinden, ein Maximum der Substratkonzentration. Dieses wird durch die Michaelis-Menten-Kinetik beschrieben. Und dann zu erkennen, dass alle Substrate im N-Substrat-Komplex gebunden sind und somit die Enzymaktivität ein Maximum erreicht hat. Da keine weiteren Substrate mehr gebunden werden können, bevor die vorherigen Reaktionen nicht abgeschlossen sind. Wenn eine enzymatische Reaktion energiereichere Produkte als Edukte hat, muss man natürlich auch mit Enzymen Energie zu den Edukten zufügen. Dies geschieht durch eine energetische Kopplung. Wird erst in einer Reaktion ein Edukt mit Energie angereichert und dann wird das sehr energiereiche Zwischenprodukt zweiten Schritt mit dem eigentlichen zweiten Edukt der Reaktion reagiert. Nun, dass das energiereiche Endprodukt synthetisiert werden kann. Um energetisch ungünstige Reaktionen durchzuführen, reagiert man zuerst eines der Edukte mit ATP, das energiereicher zu machen und wird dann in einer zweiten Reaktion die eigentliche Synthese des Produkts durch. Hier ist eine gekoppelte Reaktion anhand der Synthese von Saccharose veranschaulicht. Oben die energetisch ungünstige Reaktion, welche nicht freiwillig ablaufen würde, und unten ist die energetische Kopplung gezeigt, welche freiwillig in Zusammenhang mit dem katalysierenden Enzym ablaufen würde. Kommen wir nun zurück zu unserem Quark, was das Ganze mit Enzymen hat und warum der Quark beschmeckt. Wenn wir vorher nicht die pürierte Quarkmasse essen, nachdem wir unsere drei Quarks zubereitet hatten, haben wir im Nachhinein jeweils nach 10, 20 und 30 Minuten und direkt nach Zusammenmixen am Punkt 0 eine Kostprobe genommen. Zum Zeitpunkt T gleich 0 schmecken alle drei Quarks normal nach Quark. Jedoch nach T gleich 10 Minuten unsere erste Quark-Mischung mit gekühlten Zutaten sehr sauer. Unsere Mischung mit ungekühltem Quark und gekühlter Kiwi schmeckte immer noch normal nach Kiwi-Quark. Die dritte Mischung mit ungekühltem Quark und erhitzter Kiwi schmeckte eher süßlich. In der zweiten Kostenprobe, 20 Minuten nach der Zubereitung des Quarks, schmeckte die Quarkspeise mit gekühlten Zutaten ein wenig süßlich und dann bitter. Die Quarkspeise mit ungekühltem Quark und gekühlter Kiwi schmeckte jetzt schon nur noch bitter. Doch die dritte Quarkspeise mit der erhitzten Kiwi schmeckte leicht sauer-süßlich. Bei der letzten Kostprobe, 30 Minuten nach der Zubereitung, schmeckten beide Quarks mit gekühlter Kiwi sehr bitter. Und nur der Quark mit der erhitzten Kiwi schmeckte sauer-süßlich. Diese Befunde hängen mit dem in der Kiwi vorkommenden Actinidin zusammen. Dieses Enzym katalysiert den Abbau von Proteinen und hält im aktiven Zentrum Alpha-Aminosäure-Cystein. Deshalb wird alles als Cystein-Protease bezeichnet. Es gehört zur Kategorie der Peptidasen, da es, wie schon benannt, Proteine spaltet. Und diese bestehen aus Aminosäuren, welche durch Peptidbindungen miteinander verbunden sind. Somit könnte man Proteine auch als Peptide bezeichnen. Des Weiteren ruft das Enzym Actinidin bei manchen Personen allergische Reaktionen hervor. Und es wurde zudem als Hauptallergen in Kiwis identifiziert. Auch kann man es zum Abbau von Kollagen und der Trennung von Zelltypen in Fleischmischgewebe verwenden. So wird es zum Beispiel in der Industrie eingesetzt, um frisches Fleisch geschmeidiger und somit für den Endverbraucher attraktiver zu machen. Das Enzym hat ein paar nahe Verwandte.
welche unter anderem in den Früchten des Zitrones und in Strahlengelfrüchten vorkommen. Ein Beispiel ist das Bromelain aus der Ananas oder das Papain der Papaya, welche beide ähnliche Eigenschaften wie das Actinidin oder Actinidin, diese Begriffe werden zum Synonym verwendet haben, und zum Beispiel auch den Geschmack von Speisen verändern oder die Funktion der Gelatine beeinträchtigen. Dadurch zum Beispiel Bromelain genommen wird. Daher ist es auch im Blut vorhanden, um die Blutzirkulation aufrechtzuerhalten. Da ist die Störung des Proteinmoleküls Fibrin, welche die Verbindung zwischen Blutplättchen herstellt, katalysiert und somit diese Bindung schneller aufgebrochen werden können. Hier im Bild zu sehen als zwei Fäden oder Spins. Nun aber zurück zum Quark. Und warum er nach Zugabe von frischer Kiwi bitter schmeckt. Wenn wir das Actinidin in Form der pürierten Kiwi zu dem Quark-Milchgemisch hinzu, fängt es an, milcherweise, also die Molkenproteine und das Casein der Milch des Quarks zu spalten, wodurch dann die Geschmacksänderung zu der bitteren entsteht. Wenn wir jedoch, wie in der dritten Probe, das Enzym durch Hitze denaturieren, kann es seiner katalytischen Aktivität nicht mehr nachkommen und somit findet die Spaltungsreaktion nicht mehr statt und der Kiwi-Quark wird nicht bitter. Bei unserer ersten Probe mit gekühlter Kiwi und gekühltem Quark dauert es etwas länger, bis der Quark bitter wird, da die Enzymaktivität durch die geringe Temperatur infolge des Kühlens der Zutaten verringert ist. Kommen wir nun zum Schluss. Ich hoffe, Ihnen und Euch hat das Video gefallen allen und vielleicht habt ihr ja auch etwas gelernt und hoffentlich habt ihr alles verstanden. Falls nicht, könnt ihr Fragen gerne an mich weiterleiten. Viel Spaß noch und einen schönen Tag.